Du hast vielen Menschen nicht nur im Ring, sondern auch im wahren Leben gezeigt, dass du ein wahrer Kämpfer bist und nicht aufgibst. Mit 25 Jahren, wo du gerade deine Karriere bergauf ging, hast du erfahren, dass du unter Hodenkrebs leidest. Wie hast du diesen Tag empfunden? Wie war das für dich? Also an den Tag, wo die Diagnose festgestellt wurde, hatte ich ja einen Schlagtest gehabt und war die Woche davor bei einem Fitnesstrainer in Herne gewesen. Ja, und dann die Woche danach, wie das war auf dem Dienstag, hatten wir den Lauftest, super Werte gehabt und auch dann am Donnerstag dann an den Tag den Schlagtest, meine Bestwerte gehabt. Da hat der Trainer mir vorher einen Termin klar gemacht in Marzahn, im Unfallkrankenhaus und ja, bin dann dorthin gegangen. Haben die mal ein Röntgenbilder gemacht, wie nennt man das? Ultraschall gemacht. Und ja, da haben die festgestellt, dass es ein Geschwür ist. Ja, und da haben die mir direkt dann, war es für mich natürlich erstmal ein Schock gewesen. Also ich war total, also es war für mich ein richtiger Schock und habe es erst wahrgenommen, als ich im Auto war und es war natürlich dann nicht so ein schönes Gefühl und ja, eine Woche später hatte ich dann direkt in die Operation gehabt und dann hat es seinen Lauf gebracht. Dadurch bist du zu einem Vorbild für viele Sportler geworden. Die meisten geben ja schon im Ring auf oder so, also die möchten da erst gar nicht weiter boxen. Du bist trotzdem dran geblieben, hast dich einer Chemotherapie unterzogen und hast dann weiter geboxt. Wann konntest du das Training wieder aufnehmen? Also ich habe die Operation gehabt und dann direkt dort danach, nach 2 Wochen, glaube ich, war das, 2 Chemos. Also ein Zyklus ging, glaube ich, 3 Wochen, genau 3 Wochen, dann haben wir ja 2 gehabt. Also ich habe nach 11 Wochen, 11 oder 12 Wochen wieder mit dem Training begonnen und hatte auch ein Gewicht von 130 Kilo gehabt. Meine Haare sind, hatte ich keine Haare mehr gehabt und angeschwollenes Gesicht und einfach durch den ganzen Cortison bin ich richtig fett geworden. Und ja, das war keine leichte Zeit gewesen, aber ich bin froh, dass ich jetzt alles hinter mir habe und danke dem lieben Gott, dass alles wieder gut ist. Wie lange musstest du wieder trainieren, um von dir aus sagen zu können, dass du wieder topfit bist? Nach der Behandlung jetzt? Ich sag mal so, also ich kann mich erinnern, den ersten Tag, wo ich angefangen habe, habe ich mit Laufen angefangen. Und ich konnte nicht mal laufen, weil ich bin 200 Meter gelaufen und mein Puls war schon 176. Jetzt kann man sich ja schon vorstellen, wenn dein Puls schon nach 200-300 Meter schon so hoch ist, wie lange der Körper braucht, deine Organe brauchen, dass sie wieder geschult werden. Und ich durfte auch erst gar nicht mit dem Sparring machen. Ich durfte erst nach glaube ich, ein halbes Jahr mit dem Sparring beginnen. Weil durch diese ganzen Sachen, die in meinem Körper drin waren, musste erstmal alles raus langsam. Und das dauert halt noch ein bisschen. Ich bin noch lange nicht dort, wo ich vor meiner Krankheit war. Natürlich möchte ich dorthin kommen und natürlich noch besser werden als vorher. Und ich reiße mir auf Deutschland den Arsch auf, damit ich das eigentlich schaffe. Also ich kämpfe. Welcher Kampf war für dich persönlich bis jetzt der größte und der größte Erfolg vor allem? Also mein schwerster Kampf, kann ich sagen, war gegen Sosnowski gewesen. Das muss ich wirklich sagen, der war ein sehr starker Mann. Und haben uns an dem Tag beide bis zum letzten gekämpft. Und ja, erfolgreichst war natürlich für mich persönlich, mein erfolgreichster war der Kampf gegen Michael Marrone, weil die dort den alle so hochgeschätzt haben und gedacht haben, ich verliere gegen den, weil er mir zu stark wäre. Und dann habe ich natürlich dann in der zweiten Runde ausgenockt. Kommen wir nochmal zu Albert Sosnowski. Ihr habt echt bis zum Ende gekämpft, man konnte das sehen. Ich meine, in der sechsten Runde hattest du den kurz sehr stark getroffen. Siebte. In der siebten Runde, genau. Und dann bist du nach vorne marschiert. Man hat richtig gemerkt, dass du richtig Power bekommen hast und dir unbedingt den Sieg holen wolltest. Am Ende wurde es ein Unentschieden. Fandest du das Urteil gerecht? War das in Ordnung? Um ehrlich zu sein, ich hatte mich knapp vorne gesehen, muss ich ehrlich sagen. Und ändern kann ich sowieso nicht. Ich muss mit einem Unentschieden leben, aber ich hatte mich knapp vorne gesehen. Aber wie gesagt, Albert Sosnowski ist ein sehr starker Boxer und er hat an dem Tag einfach alles gegeben, so wie ich natürlich auch. Und ja, muss mit den Unentschieden leben. Ich hoffe, dass irgendwann mein Rückkampf kommt. Ich hoffe bald, aber abwarten. Das wäre meine nächste Frage. Gab es irgendwann mal Gespräche oder direkt nach dem Kampf oder irgendwas? Wurde da irgendwas drüber gesprochen wegen einem Revanchekampf? Ich sag nur, lasst euch überraschen.
Eine Überraschung. Ja, bald. Man wird bald sehen. Also. Tschech Albert, ich erinnere mich auch sehr gut an unseren letzten Kampf und das war für mich natürlich der härteste Kampf gegen dich. Den Fans natürlich auch in Erinnerung geblieben und sie würden natürlich sich freuen, wenn wir beide gegeneinander nochmal kämpfen könnten, damit sie auch wissen können, wer der Sieger ist. Poslavic, Chevin.